Moment. Hier ist dann bestimmt wieder was. Nicht hinkriege, den scheiß Move einzusetzen, ey. Oh Gott. Jetzt habe ich ihn eingesetzt und er trifft nicht. Warum habe ich mir die Scheiße gekauft, ey? Ja, hat geklappt, tatsächlich. Also, du kommst dir so dumm vor, du weißt wie der... Du kennst die Kombination, aber du kriegst es nicht hin. Ja. Lassen wir es lieber. Hat keinen Sinn. Keine Kombos mehr kaufen am besten. Wo ich wüsste nichts zu geben, ne? Wo ist der nächste Gegner? Na? Hier drinnen bestimmt. Ich jetzt alles kaputt machen, dann... Okay, alles klar. Aufleveln. Farmen. Soll ich jetzt jeden einzelnen Baum wegkloppen? Ich weiß nicht. Oh, da leuchtet ein Baum in der Mitte. Dauert irgendwie. Aber egal, ich habe jetzt schon angefangen und es gibt ja ordentlich Punkte, ja. Und soll ich das nicht machen, ja? Wenn es so einfach gerade mal geht, ein bisschen aufzuleveln. Offensichtlich ja so eine kleine Secret Area, die man nicht findet, wenn man wieder durchrennt, ne? So, aber erstmal alle anderen Bäume schnetzeln. Also ich finde es nicht gut, ne? Du haust die Bäume kaputt, die Natur, weißt du? Du haust die Bäume und die Natur kaputt, einfach so. Ohne, dass sie dir was getan hat. Und du wirst noch belohnt. Also jetzt könnte man normalerweise direkt auf die Straße gehen und alle Bäume kaputt schlagen und hoffen, dass auch solche Kristalle rauskommen. Das soll man verbieten, dieses Spiel. Das könnte einen dazu animieren, Bäume kaputt zu schlagen. Ja.
becoming a treasure hunter. You wanted to see me? I knew you would come. I knew you would come. Anytime you want. Ach komm, ja, ja, Quatsch. So. War aber irgendwie klar, dass sie hier wieder wartet. Aber das hat sich, glaube ich, ganz gut gelohnt. So. Das müsste Nummer 4 sein, glaube ich, oder? Na, was hast du jetzt wieder? Zwei Samurais am Start. So, jetzt nur du und ich, komm her. Da kreischt er um sein Leben, ja klar. So, das war die vierte. Kurz mal heilen. So. Auf zur letzten. Ja, das ist ein bisschen schwache Mission, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht so geil. Durch die Gegend zu laufen und ja, fünf Leute zu suchen. Ich hätte noch drei getan oder gar nicht das, sondern irgendwas ganz anderes. Moment. Den nehme ich nämlich kurz mal mit. So, und jetzt lass mal schauen, wo der Typ ist. Oben an der Decke der Lümmel. Da hat er sich versteckt. Ach, hast du einen Dicken mitgebracht? Ja, klar, kein Problem. Ach, hast du zwei Dicke mitgebracht? Natürlich. Kein Problem. Ist immer gefährlich, nicht zu sehen, wo die Gegner sind. Wieso geht es nicht? Wieso geht es nicht? Puh. Komm doch mal raus aus der Ecke des Gesichts.
beiden Kollegen werde ich natürlich mitnehmen, weil die geben ordentlich Erfahrungspunkte. Alles klar. So, die fünfte. Well, it looks like you can proceed. Ja, wie gesagt, das finde ich nicht so geil. Was ist das hier? Ein Feng Shui-Gun? Allgemein, oder? Ich weiß nicht. Ich kenne mir nicht so krass aus. Ich finde das einfach nur schön. Ich finde es schön. Das reicht doch schon, weißt du? Moment mal. Haben wir jetzt genug Punkte, um das zu kaufen? Ja. You haven't forgotten about me, have you? I can't wait to see you. Ach, Alter, warum nervst du so? Warum nerven die so? About your target, Hamadayama. He's technically not a wire. Then what is he? He was originally human, but was transformed into one when the dark matter from the moon corrupted his soul. Dark matter. So he's not too different from the vampire you defeated a little while ago. Then, to save his soul, I have to behead him? Hesitate for one second, and you'll be the dead one. Hey, about Brian. You've noticed too. If this is the boss's show, then I can hardly be the star, can I? Das heißt, am Ende würde er sich mit Brian kloppen müssen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir am Ende gegen Brian antreten müssen. I've come here for your head. I thought he was supposed to come. You're not scared? I left all my fear on the moon. The moon, huh? The time has come. See whether or not you are worthy. Time to race the town.